Wenn wir zurückblicken auf die vergangene Saison von Eintracht Frankfurt, kommt es einem vor wie ein Wunder. Denn am Anfang der Saison hätte wohl niemand damit gerechnet, dass sich die Eintracht als Aufsteiger kontinuierlich im oberen Bereich der Fußballtabelle halten wird. Nicht einmal die Eintracht selbst. Das erzählte uns Pirmin Schwegler im Februar, kurz vor dem Topspiel gegen Dortmund, als sich die Eintracht auf Platz 4 der Tabelle befand. Dortmund habe ich da oben erwartet, aber uns natürlich nicht. Also es ist schon eine außergewöhnliche Runde, die wir spielen. Und wir haben uns dieses Topspiel erarbeitet, wollen es ein Stück weit auch genießen. Aber genießen kann man es am meisten, wenn es gut läuft und wenn man mithalten kann. Heute wissen wir, dass die Eintracht es geschafft hat, sich oben zu halten. Doch im Laufe der Saison herrschte, außer der fast immer guten Stimmung in der Mannschaft, auch ein reges Kommen und Gehen. Neuzugänge wie Kevin Trapp, Martin Lanik, Bastian Otschipka, Stefan Aigner, Takashi Inui, Marc Stendera, Carlos Zambrano und Marco Russ bereicherten die Mannschaft mehr, als man es sich am Anfang der Saison je zu träumen gewagt hätte. Vor allem Torwart Kevin Trapp lief zu Hochtouren auf und löste nicht nur Eintracht-Urgestein Oka Nikolov im Tor ab, sondern hat sogar noch höhere Ziele. Klar, Nationalmannschaft ist ein Ziel von mir, natürlich auch ein Traum irgendwo. Aber ich glaube, ich sollte mich jetzt auf das Hier und Jetzt konzentrieren, auf den Verein. Und ja, das ist das Wichtigste. Alles andere habe ich dann nicht mehr in der Hand. Erwin, Jimmy Hoffa, Rob Friend, Idrissou und Benny Köhler verließen die Eintracht im Laufe der Saison. Was der Erfolgsserie der Mannschaft jedoch keinen Abbruch tat. Man bekam immer mehr das Gefühl, dass das Erfolgsrezept von Armin Fee aufzugehen schien. Es wird ja so oft zitiert, dass es mein Baby ist, die Mannschaft. Es ist schon ein bisschen mein Baby, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass sie noch ein bisschen das Baby-like noch beibehalten, indem sie weiterhin mit großer Emotion Fußball spielen, mit Leidenschaft. Aber dass wir natürlich auch lernen. Ich glaube, dass wir diesem Jahr auch lernen werden für die nächste Saison und dann uns eben auch verstärken können. Und darauf freue ich mich, dass wir dann auch eine gute Mannschaft haben werden. Und sein Baby lässt ein guter Vater in der Regel ja auch nicht im Stich. Deshalb verlängerte der im Jahr 2007 zum Trainer des Jahres gewählte Armin Fee seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2014. Und am vergangenen Wochenende schoss sich dann seine Mannschaft tatsächlich in den Europapokal. Es ist ein großes Erlebnis. Ich denke, es sind nicht viele Spieler dabei, die schon Euroleague gespielt haben. Und von dem her, wo wir bereit sind, das sehen wir dann nächstes Jahr. Wir freuen uns drauf. Respekt an solch eine tolle und ehrgeizige Mannschaft.